Ihr wollt wissen, wie das mit dem Wasser jetzt läuft? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen hier Wasser anschließen. Und zwar an ganz vielen Stellen. Und ich fange hier an, weil das Zeug brauchen wir gleich quasi auch noch. Weil ich habe nachgeguckt. Die Draht und Kabel muss einerseits zu den Signalisatoren und andererseits zu den Statoren. Und das wären quasi die letzten Kabel, also die letzten Bänder, die ich dann auch noch anzuschließen habe. Aber wir machen jetzt erstmal, um dass wir das Wasser hier hochkriegen. Wir brauchen 80 hier oben. Und ich habe mir überlegt, wir haben ja da unten diese eine Leitung, die wir abgetrennt haben. Hier diese 300er. Da. Geht ja schon da mit 300 hin. Das heißt, da könnten wir Logistik da das Rohr hinmachen. Zip, zip. Und dann schauen wir, dass wir quasi, weil die 300 brauchen wir sogar da hinten. Was 300, die wir da hinten brauchen? Moment, bist du Quarz. Quarz geht dort rein. Da brauchen wir 85, irgendwas. Und ich leite 300 dahin. Die Leitung ist voll. Ich habe eine Idee. So. Soll ich gucken? Wo musst du hin? Du musst irgendwo da hin, ne? Ist das genau dieser Quadrant? Ja, wird das ein bisschen schief. Ah, Mittellinie ist ein guter Punkt zum... Gucken, da bist du. Machen wir da hin. Jetzt haben wir das Problem. Ist da schön dran vorbei, das ist super. Das läuft da halt so nicht hoch. Ja? Wir brauchen also wieder Pumpe. Pumpe ist easy. Die lassen wir so stehen. Nehmen uns Gabel. Jetzt ist das Punkt, dass wir da hinten das Richtige treffen. Das ist mir ein bisschen zu nah an der Bahn dran, deswegen machen wir den hier hin. Dann kann man die auch immer noch aufrüsten, weil die dürfen ruhig pumpen bis zum Exitus. So, du pumpst mir jetzt schön hier das Wasser hoch. Perfekt. Schwein gehabt. So, aber hier, selbst hier dürfte das passen. Das jetzt hier drauf setze, müsste ja da sein. Wunderbar. Jetzt geht der Spaß wieder los. Das ist hier. Wird reingepumpt. Kommt da nicht ab. Nochmal. Kommst du dran? Ja. Kommst dran. Dann setzen wir uns jetzt hier den Kollegen hin. Da den Kollegen. Jetzt ist die Frage, die ganz große Frage. Reicht das? Ja, es reicht.
da läuft Wasser. Du wirst grün. Oh, perfekt. Du wirst auch grün. Und du hast schon keinen Bock mehr. So. Da fängt es auch langsam an. Was, da oben habe ich das so gemacht, dass der hier gefüttert wird mit Draht. Ja, der braucht wie viel Draht? 48 pro Minute, der macht 12,5. Der macht 12,5. Okay, die werden auf jeden Fall von hier oben irgendwie gefüttert. Okay, das dauert einen Moment, bis das System vernünftig läuft. Da unten steht auf jeden Fall schon mal Draht an. Und auch Eisenbahn. Wo ich denn noch? Warum? Da nur zwei Sachen, die unten rauskommen. Wo ist meine Leitung falsch? Hä? Wie kommt ihr denn dahin? Ernsthaft? Ist das ein Bug? Denkst du, du wärst da angeschlossen? Oh, nochmal neu. Ich erwarte hier unten Kabel. Aber nicht das. Ja, wir kommen da raus. Okay. Oh, jetzt haben wir nicht, das geht so nicht. Ich meine, bin da vielleicht phlegmatisch. Okay, war eins zu tief. Wir kriegen das hin. Also, da mache ich mir jetzt gar keinen Kopf rum. Also auch nochmal so. Fertig. Und jetzt? Man hat immer noch keine Kabel, aber wenigstens liegt da nicht so ein Quatschstrom. Wie sieht's mit dir aus? Du hast auch noch kein bisschen Rohstoff, ne? Weil ihr hier oben nicht genug habt. Aber ich habe ja jetzt ein paar in der Tasche. Mach mal was. Eieieiei. Komm, ich will nur sehen, dass sie darüber laufen. Das ist das Ergebnis meiner Websuche. Ich liebe es hier. Ja. Okay, da läuft was runter und da liegt es an. Perfekt. So wollten wir das haben. Das war der Gedanke, den wir dahinter hatten. Warum auch immer ich den hier schief gemacht habe. Das ärgert mich jetzt nicht. So. Okay. Weil ich absolut keine Ahnung habe, was ich noch anzuschließen habe, würde ich das auch erstmal lassen. Aber wir sehen jetzt schon mal, dass es läuft. Das ist gut. Das System läuft, der kann jetzt hier schön erstmal das ganze Eisen verwursten. Die müssen langsam volllaufen alle, bis das oben ankommt. Das war vielleicht dumm, das so zu machen. Aber es kommt Stück für Stück. Ja, ich werde mir hier angucken. Da laufen gerade mal zwei. Aber das war ziemlich genau ausgerechnet. Egal. Das System muss eh erst voll laufen. Alles gut.
So, wir haben das hier. Jetzt wäre es sinnvoll, damit die Stahlproduktion besser läuft, da hinten Wasser anzuschließen. Das, wovor es mir am meisten graut. Grault, meine ich. Weil das Wasser, was da reingeht... Wie war das? Muss ich mir jetzt nochmal eben angucken in meinem tollen Plan. Ist übrigens unten in der Videoverschreibung belinkt. In der Videobeschreibung verlinkt. So. Wo hatten wir das? Wo ist unser Öl? Da kommt Öl. Da geht's in Petroleumkrug rein. Da geht's dahin. Das geht dahin. Das haben wir sowieso schon. Und Heavy Aerial Residue kommt hier zum Dingens. Da geht Wasser aus dem Dingen rein. Das heißt, wir sollten erstmal da Wasser anschließen. Fuel geht so dahin, das ist schon mal gut. Du bekommst auch Fuel. Mit dem Rubber. Das ist dieser hier. Okay, Residual Rubber braucht Wasser. Und zwar tatsächlich aus dem Wasservorkommen. Ach du Scheiße, so habe ich das. Okay, wir müssen erst das Aluminium Scrap und das Diluted Fuel anschließen. Aluminium Scrap und Diluted Fuel. Also. Den Treibstoff haben wir da vorne. Ist hier in dieser Leitung eigentlich was drin? Nein, aber wo geht sie hin? Also, ja, sie geht hier auf den... Das ist nicht spannbare Uran, aber... Sie kommt von hier vorne. Muss doch eigentlich schon Wasser drin haben. Wer ist das? Moment, ist das eine Rückleitung? Das ist eine Rückleitung, okay. Stimmt, da war auch was. Oh Gott. So, das hier ist mein Salpetersäure. Die braucht auch Wasser. Da sind wir gerade nicht. Treibstoff. Dahin. Der kommt von dort. Oh, das können wir unten durchlegen. Ist das gut? Da habe ich auch nur 300er angeschlossen. Passt. So, du kommst dort zwischen. Genau. Dann folgst du mir bitte bis hier vorne? Nein. Nicht ganz. Bis dahin. Und dann... ich aus irgendeinem Grund den Spaß hier hingepackt. Aber ich ziehe das doch nicht durch den Bahnhof. Warum habe ich das wohl hier? Weil ich dann hier natürlich drumherum gehen kann. Oder ich könnte bis nach vorne gehen. Fall sogar über den Zug drüber hinweg, wobei das ist mir ein bisschen knapp. Okay, wir machen folgendes. Es geht ja jetzt hier so rüber. Wir ziehen dich einmal so ein bisschen schief hier. Bis hier hin. Weil das ist alles easy. Und gleichzeitig das Wasser, was wir hier brauchen... Da setzen wir uns hier einen drüber. Und du kommst hier hin.
gehst da runter und gehst dann so darüber. Dann hätten wir die beiden nämlich schon mal so angeschlossen. Wir könnten dann hingehen und sagen, wir möchten den ganzen Spaß bitte hier 1, 2, 3 hoch haben. Da hinten auch. Der obere geht da drauf. Der untere geht da drauf. So, das war eine 300er Leitung. Okay. Und damit hätten wir das. Oh, das geht da hinten alles so durcheinander. Oh nee, passt. Das musste jetzt auf diese Leitung drauf. Für das Fuel 251. Okay. Und für das andere war ja hier Nitrogen Gas. What the fuck? Ach, das kommt auch von da. Dann brauche ich das gar nicht hier. Brauche ich vor allem nicht so dick. Wir machen erstmal jetzt die untere fertig hier. Das heißt, ich setze als erstes die... Ich habe ja gesagt, das hier wird echt ein absoluter Horror, die Dinger anzuschließen. Wo sind wir denn? Ja. Besser. 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 Und nochmal Wasser. Ich könnte echt überlegen, jetzt den hinteren Teil hier oben drauf zu legen und fertig. Und das werde ich auch tun. Weil dann ist dieses Rohr einmal durch. Ich glaube, ich brauche dann auch nicht mehr mit einer Pumpe arbeiten, weil da müsste die Pumpe da hinten noch klarkommen. Da lang. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken, wofür das hier war. Hier unten kommt... Wasser an? Hier kommt Wasser an. Hier kommt Wasser an. Ist immer noch ein bisschen wenig, aber das wird schon gleich. Okay. So, hier geht das Gas rein. Das ist auf jeden Fall mein Salpeter. Da müssen Eisenplatten rein, die haben wir auch noch nicht. Okay. Salpeter, wie viel Wasser brauchst du? Du brauchst so viel Wasser, wie kann das denn sein? Nitrogen Gas? Alter, das sind so viele. 30, 60, 90... 120, 150, 180. Doch, das passt. Okay. Strange. Das soll aber von oben kommen. Das heißt, das hier machen wir wieder weg. Soll vom Aluminium kommen. Okay. Aluminium braucht ja sowieso schon noch Wasser. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das da hinkriegen. Mein Aluminium habe ich hier.
Ach du Scheiße, das war die Nummer. Moment, wir haben das Wasser da hinten. Das ist Wasserzufuhr. Was habe ich denn hier eingestellt? 176. Das ist okay. Das ist unsere Leitung, die wir nach unten haben wollen für das Nitrogen-Gedönse da. Okay, damit komme ich klar. Damit kann ich arbeiten. Das ist hier das Loch. Verstehe. Meine Güte. Du wiederum kommst einmal Wasser von da hinten. Das geht. Kommt hier raus. Das ist mein. Jo. Geht da raus. Geht da rüber. Und wird dort reingeleitet. Und ich weiß nicht, ob ich da noch was zupacken muss. Okay. Das heißt aber, dieses Rohr hier geht weg. Bekommt hier eine Wanddurchführung. So. Das ist das, weil das läuft da hinten zu. Geht. Was ist das für Wasser hier? Das ist Alluoxidlösung. Die geht da rein und kommt als Wasser da hinten wieder raus. Das heißt, das System braucht erstmal einen Anschub hier. Wie machen wir das am sinnvollsten? Das lassen wir da reingehen. Aber nur mit einer 300er Leitung. Kommt da ein bisschen rein. Und der Rest wird nachher von hier aus zugefüttert, weil hier kann ja sowieso nicht mehr so viel lang laufen. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Passt. Den ganzen Scheiß muss ich auch noch anschließen. Ah, wir haben noch ein bisschen was zu tun, bis das hier läuft. So, das heißt, erstmal muss ich jetzt hier mein eines vorfinden. Das ist dieses dort. Da reicht ein 300er. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, wäre es nicht sinnvoller, das jetzt einfach hier reinzuschmeißen und gut ist. Ich hätte es auch da reinschmeißen können. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss hier die unteren Rohre austauschen. Das machen wir auch nicht so. Das ziehen wir wirklich da in der Mitte rein. Ich mach mal eben hier. Schon. Okay, da habe ich irgendwann mal nicht aufgepasst und habe aus purer Blödheit den Spaß hier mit dran gepackt. So. Oh, wir haben gleich mal wieder Autosave. Ja. Bereiten wir uns schon mal vor. Da brauchen wir nicht. Das geht jetzt hier unten rein und gut ist. Läuft das nach links und rechts? Optimal ist das nicht. Aber das kann jetzt erstmal voll laufen, während der andere Spaß da oben anfängt. Dann haben wir nämlich das Problem auch nicht, dass das hier unten stockt. Ja, das ist eine gute Idee. Solange hier unten die anderen Materialien noch fehlen. Erst dafür gemacht. Machen wir mal weg. Sagen dann. Nicht T. Ja.
Ja, das ist akzeptabel. Ja, perfekt. Damit haben wir das, sobald wir da 600 reinschmeißen. Oder brauchen wir da auch nur 300? Warum? Das muss ich jetzt mal eben nachgucken. Da füttern wir zu. Du brauchst 180. Du brauchst 180. Sind wir schon bei 360. 200. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall die 600 zufüttern. Das wird auch zurücklaufen. Das heißt, ich brauche diese Lösung hier gar nicht. Was gut ist. Das heißt, da 600 rein, die reichen nicht aus, aber die reichen aus, um den ganzen Spaß schon mal ein bisschen anzustarten. Und hier ist absolut zu eng zum Durchkommen. Also hier rum, hier runter. Nicht auf die Schnauze fallen, gute Idee. So. Jetzt ziehen wir dort den Spaß nämlich an der Decke lang. Immer in diesem Quadranten. Sehr gut. Warum auch immer ich den jetzt da oben drüber weggemacht habe. Das war nämlich doof. Aber macht nichts. Zack. Dahin. Jetzt setzen wir den Spaß nochmal. Dann geht das Aluminium schon mal los. Frage. Sollte ich... Ja, ich muss jetzt... Ja. Oh, warte, nicht. Scheiße. Na, aufpassen. Das ist die Leitung. Die darf ich auf gar keinen Fall kappen. Das heißt, wir müssen die hintere nehmen. Das wird jetzt noch ein bisschen anstrengend. Also die hier weg. Aber ich könnte die hier schon wegnehmen. Dann geht die nämlich. Das ist ja Mitte. 1, 2. Wobei, Mitte. Zack, zack. Geht die hier lang. Hier hin. Und... dort. Dann setze ich hier direkt eine Pumpe drauf. Reicht die Pumpe? Okay, machen wir anders. Das liegt schon voll. Wir nehmen uns das jetzt mit hier. Wir wollen ja wissen, ob wir da hochkommen. Gerade. Es wirkt so ein bisschen, als hätte ich zu wenig Wasser. Hier kommt Wasser mit 300 an. Okay. Wie sieht das aus? Eigentlich müsste die 50 Meter Pumpe dafür reichen. Die reicht ja auch für da hoch. So, jetzt gucken wir mal. Wo
runter. Ja, das wandert nicht so weit, ne? Wir versuchen es einfach. So, was machst du denn? Du pumpst ordentlich, du pumpst. Ich sollte da vorne das austauschen. Dann sieht man was. Yo, da geht Wasser hoch. Perfekt. Das heißt, unser Aluminium da vorne müsste jetzt anlaufen. Oh, wir haben eine halbe Stunde rum. Hier kommt Wasser an. Das füllt sich, aber ich habe noch keinen Bauxit. Das ist jetzt für meinen wunderbaren Plan hier ein bisschen schlecht. Kommst weg. Bauxit. Bauxit ist dort dieser. Okay. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge das Bauxit dorthin leiten. Da, guck mal, das ist auch schon voll, passt. Ja, wunderbar. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit, macht es gut, Käffchen.